mal, ne? Ich war jetzt so berührt von dem Lied, dass ich gar nicht mehr weiß. Ich bin Förster und ich liebe meinen Beruf. Ich hege und pflege meinen Wald, sorge dafür, dass er gesund bleibt und wirtschaftlich. Denn die Menschen, denen er gehört, sollen ein gutes Auskommen haben. Und das sind wir alle, Sie und ich. Denn der Wald gehört dem Staat. Und weil das so ist, werden Sie mich bei der Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unterstützen. Einige Monate ist es jetzt her, dass ich begonnen habe, ein Tagebuch zu schreiben. Das hatte ich früher nicht gemacht. In meinem Dienstzimmer hängen die Köpfe derer, die meinen Wald schädigten. Das Geweih eines Zwölfender kann man über meinem Kamin bestaunen. Lange hat es gedauert, bis er mir vor die Flinte lief. Viele junge Setzlinge verschwanden bis dahin in seinem Magen, kaum dass sie richtig die Chance hatten, mit ihren kleinen, 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 kleinen Wurzeln im Boden des Waldes Halt zu finden. Gerne erzähle ich diese Geschichte meiner Jagd, wenn ich meine Freunde zum monatlichen Treffen hier bei mir einlade. Gerne wird auch die Geschichte des mächtigen Keilers gehört, dessen ebenso mächtige Eckzähne aus seinem Kiefer ragen, furchteinflößend, wenn man ihm im Wald begegnet und kein Gewehr dabei hat. Die Wildsau ist so schnell, dass ich sie mit meinem ersten Schuss nur streifte. Doch ich bewahrte Ruhe, legte mein Gewehr an, zielte sorgfältig und schoss. Nur wenige Meter vor mir brach er tot zusammen. Noch heute produziert mein Körper Adrenalin, wenn ich diese Geschichte erzähle. Doch. Das war nicht der größte Keiler, der mir vor die Flinte lief. Dieser größte Bursche hängt nicht ausgestopft bei mir an der Wand. Und über ihn kann ich keine Geschichte bei unserem Treffen erzählen, denn dieses Tier habe ich in der Schonzeit geschossen. Die Zeit, in der die Tiere des Waldes unter einem besonderen Schutz stehen. Es hätte sich nicht gut gemacht, wenn ich geschrieben hätte, dass ich heute ein Wildschwein erlegte. Doch, was sollte ich machen? Dieses Schwein hatte es in sich. Die ganze Jagdsaison über zerwühlte der Keiler den Boden, hinterließ eine Schneise der Zerstörung in meinem Schweinheimer Wald. Immer wieder tauchte er auf. Doch er war schlau. Immer wieder sah ich ihn, aber ich hatte keine freie Schussbahn. Über ein Jahr ging das so. Ich war nahe dran, meinen Verstand zu verlieren. Er schien mich zu verhöhnen. Es wurde persönlich zwischen uns. Es hieß nun Erich! Er oder ich? Mensch oder Sau? Es war schon Zeit und ich saß auf meinem Hochsitz. Da
kam er aus dem Unterholz meines Waldes. Er schien zu mir zu blicken. Es war, als ob er mir zurufen würde. Hier, Försterlein, hier drüben bin ich. Jetzt hast du freie Schussbahn, aber ach, es ist ja schon Zeit. Mich packte die Wut über so viel Verachtung. Ich schoss das Fieber denn auf den Schonzeit hin oder her. Ich vergrub das Tier in einer dunklen Ecke meines Waldes. In einer fast 4 Meter tiefen Grube. Fast den ganzen Tag brauchte ich, um das Loch auszuheben. Am nächsten Tag kam ich mit meinem Jagdhund, der mich an dem Todestag des Schweines nicht begleiten konnte, wieder zu der Stelle. Normalerweise schlägt er sofort an, wenn er Wildschweine riecht. Aber hier tat er es nicht. Ich hatte das Tier in einem Plastiksack hierher gebracht und tief genug begraben. Niemand würde es jetzt finden. Dessen war ich mir sicher. Ein schönes Foto von der dummen Sau habe ich am Ende der Geschichte in mein Tagebuch hineingeklebt. Ich klebe immer am Ende der Geschichte ein Bild meiner Jagdbeute in mein Tagebuch hinein. Auf Seite 28 kann man den Crossbike-Fahrer sehen, der immer wieder mitten durch meinen Wald fuhr. 3 Monate hat es gedauert, bis ich ihn erlegen konnte. Ich habe aus der Sache mit dem Keiler gelernt. Ich beobachte jetzt meine Beute. Gucke mir ihre Wege an, ihr Verhalten. Bereite schon mal die Grube vor, in die ich es dann hineinlegen werde. Bald wird eine neue Trophäe dort liegen. Es wird die größte sein, die ich je erlegen konnte. Seit Wochen hebe ich dafür schon die Grube aus. Fast 5 Meter lang und rund 2 Meter breit. Eine Tiefe von 6 Metern sollte ausreichend sein. Ich schätze, dass ich in 2 Wochen fertig bin. Dann geht es auf die Jagd. Der rote Wagen fährt immer wieder den gesperrten Wirtschaftsweg entlang. Da will wohl einer auf Kosten der Steuerzahler Zeit und Geld sparen. Aber nicht in meinem Wald. Nein, ich werde dem Ungetüm ein Ende bereiten. Ein präziser Schuss. Und der Wagen, bupp, wird in den Graben fahren. Mit meinem Trecker werde ich ihn dann an die dunkle Ecke meines Waldes ziehen. Zurzeit werden viele Bäume gefällt, da fällt die ein oder andere Schneise durch den Wald nicht auf. Und dort wird er dann in dem Loch verschwinden. Neben der dummen Sau und dem Crossbike-Fahrer und dem Hundebesitzer, der seinen Hund nicht anleinen wollte. Dem Rentner-Ehepaar, das ein bisschen zu gierig beim Pilzesammeln war. Und dem Liebespaar, das die Tiere meines Waldes mit ihrem Gestöhne ängstigte. Ein schönes Bild werde ich wieder am Ende der Geschichte in mein Tagebuch hineinkleben. Schade, dass ich es niemandem zeigen kann, das Buch, das die Geschichten meiner größten Jagden erzählt. Auf zum fröhlichen Jagen, auf zum fröhlichen Jagen.